Willkommen bei Die Autotester, heute zu einer weiteren Verbrauchsfahrt und zwar mit dem funkelnagelneuen Seat Leon Modelljahr 2020. Wir fahren heute den 1,5 Liter ETSI, was sich dahinter verbirgt, vor allen Dingen, was er auf unserer 100 Kilometer langen Teststrecke über Land, durch die Stadt und über die Autobahn verbraucht und natürlich, was er sonst noch so bietet, das schauen wir uns jetzt an. So, da sind wir im Auto, jetzt fahren wir vorsichtig los, dass wir hier von der Tankstelle runterkommen. Und jetzt sind wir in unserem Seat Leon Modelljahr 2020 in der Ausstattung FR und unser Fahrzeug hier, das wird angetrieben von einem 150 PS bzw. 110 kW 1,5 Liter Benzinmotor und das ist ein sogenannter ETSI, das heißt, wir reden hier über einen mild Hybrid, aber dazu später nochmal mehr. Das Fahrzeug ist hier bei uns, beziehungsweise der Motor im Fahrzeug ist gekoppelt mit einem 7-stufigen Doppelkupplungsgetriebe. Und das heißt für mich, ich darf heute schaltfaul sein, muss mich nicht um die Gangwechsel kümmern. Und Seat gibt das Fahrzeug an mit einem Durchschnittsverbrauch von 6,1 Liter auf 100 gefahrene Kilometer nach WLTP, also nach dem neuen Messverfahren. Wir schauen jetzt mal, wie viel braucht er eigentlich wirklich, wenn wir unsere 100 Kilometer Teststrecke fahren, über Land, durch die Stadt und über die Autobahn. Und wir sind jetzt gerade losgefahren, haben natürlich die Zähler auf Null gesetzt, haben aktuell eine Außentemperatur von 20 Grad. Ich habe hier drin die Klimaanlage auf 21 Grad gestellt, damit es mir nicht zu warm wird. Und wie immer auf die kleinste Lüfterstufe, damit sie möglichst wenig Lärm verursacht. Und wir sind jetzt, wie gesagt, gerade losgefahren, habe jetzt aktuell einen angezeigten Verbrauch von 9,5, wobei der fallend ist und jetzt schon bei 9,3 und fahren jetzt erstmal einen Moment über Land, um dann auf die Autobahn zu fahren, danach ein bisschen durch die Stadt und von der Stadt aus dann wieder über Land zurück zu unserer Tankstelle und wie immer tanken wir nicht nur an derselben Tankstelle, sondern an derselben Zapfsäule. Das erste, was ich jetzt einmal mache, ist hier bei dem Fahrzeug den Spurhalteassistenten abzuschalten. Das ist mittlerweile Standard bei neuen Fahrzeugen, vielleicht wisst ihr es noch nicht, um eben alle Euro NCAP Sterne zu bekommen, muss der beim Fahrzeugstart aktiviert sein. Und das kann man hier relativ einfach machen. Ich habe am Lenkrad hier eine Taste für die Assistenten, die werden mir angezeigt. Der erste, der kommt, ist der Lane Assist, dann drücke ich einmal auf OK. Damit ist er ausgeschaltet. Allerdings muss ich jetzt damit leben, dass ich hier links in der Seite zumindest aktuell eine Warnmeldung habe, weil das Auto das einfach nicht mag. Aber bei dieser Überlandfahrt ist es so, dass wenn ihr normale Landstraßen fahrt, die vielleicht auch so wie bei mir ab und zu ein bisschen enger sind und ihr kommt in die Nähe des Mittelstreifens, das Auto immer wieder gegenlenkt. Und das macht das Fahren nicht unbedingt angenehmer und vor allen Dingen verfälscht es für mich das Ergebnis bezogen auf das Empfinden der Lenkung. Weil man dann tatsächlich immer nicht so ganz sicher ist, ist es jetzt das Auto, das nicht so reagiert, wie ich es gerne hätte, oder lenkt er tatsächlich gerade dagegen. So, typisch Landstraße. Wir fahren 50 hinter dem LKW, der hier nicht in die Hufe kommt. Aber das ist halt genauso wie im wirklichen Leben, denn nichts anderes ist es hier. Der neue Seat Leon hat zumindest in den aktuell verfügbaren Ausstattungslinien immer ein digitales Cockpit an Bord. Das heißt, ihr habt hier vorne einen Bildschirm mit 10,25 Zoll Diagonale. Und der bietet euch die Möglichkeit, dieses Instrument oder diesen Instrumentencluster hier vorne so anzupassen, wie ihr euch den vorstellt, wie ihr ihn haben möchtet. Das heißt, ich kann zum Beispiel die View-Taste unterschiedliche Aufmachungen wählen, so wie jetzt relativ clean, wo ich nur die Geschwindigkeitsanzeige in der Mitte habe, rechts eine Information zu dem Zusatzdisplay, wie bei mir jetzt Apple CarPlay, links die aktuelle Reichweite, die übrigens jetzt angezeigt wird mit 570 Kilometern. Wir haben einen 50 Liter Tank und das heißt hier ganz klar, dass der vorherige Verbrauch des Fahrzeugs bei der Überführung höher war, als er sein sollte, sage ich mal, oder als der Normverbrauch des Fahrzeugs wäre. Und man soll mit dem Auto über 1000 Kilometer weit kommen, wenn man es entsprechend sparsam fährt oder wenn man einfach mal hochrechnet, 6,1 Liter habe ich und 50 Liter habe ich im Tank. Also wenn ich dann super, super sparsam bin und unter dem WLTP bleibe, kann ich das anscheinend sogar erreichen. Ich denke aber, dass diese 570, vielleicht auch 700 Kilometer realistisch sind. Auf viel mehr würde ich mich aktuell nicht einlassen. So, dann kann ich aber hier zum Beispiel auch mir klassische Rundinstrumente anzeigen lassen und da haben wir dann zum Beispiel in der Mitte jetzt aktuell die Fahrdaten. Das kann ich mir aber aussuchen, einfach über den Drehregler hier rechts.
was ich in der Mitte sehen möchte. Mich interessieren natürlich die Informationen zum Fahren. Aktuell keine 10 Minuten unterwegs, rund 7 Kilometer Strecke hinter uns, 5,8 Liter der aktuelle Durchschnittsverbrauch, der angezeigt wird, und Durchschnittsgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde. Und das ist so eine Anzeige, die ich sehr schön finde. Auch ganz gut gefällt mir, dass ich rechts in dem Instrumentencluster nicht nur die Geschwindigkeitsanzeige als Rundinstrument sehe, sondern unten rechts auch nochmal zusätzlich eine Zahl sehe. Das hat folgenden Hintergrund: Wenn ihr älter seid, dann werdet ihr feststellen, dass ihr mit kleinen Zahlen im Cockpit ein Problem kriegt. Und das hilft manchmal, wenn man sich einfach eine Zahl anzeigen lassen kann, die eben deutlich größer ist, als sie das hier im Anzeigeinstrument ist. Wobei mir hier die erlaubte Geschwindigkeit in dem Rundinstrument jedes Mal ebenfalls mit anzeigt, mit so einem roten Marker. Das könnt ihr jetzt auch gerade sehen. Das heißt, ich weiß schon, wenn die Verkehrszeichenerkennung sauber läuft, wann ich zu schnell bin und wann nicht. Wenn wir uns die Front von unserem neuen Seat Leon anschauen, dann fällt zuerst einmal die Lackierung auf, denn die nennt sich Desire Rot Metallic, passt, wie ich finde, super zum Auto, ist aber leider aufpreispflichtig, kostet 920 Euro extra. Ein weiterer wichtiger Punkt an der Front des neuen Leon ist der neue Kühlergrill. Die Form kennen wir im Grunde genommen schon vom neuen Tarraco, aber hier ist er nochmal breiter, nochmal schmaler ausgeführt und sorgt einfach so für Dynamik an der Front. Flankiert wird er von den neuen Scheinwerfern, die sind wieder ein bisschen flacher geworden, aber ich denke, noch wichtiger ist, sie sind so ein bisschen ins Auto hineingewachsen. Und das sorgt dafür, dass der Wagen so einen bösen Blick kriegt von vorne. Finde ich persönlich, unterstützt diese sportliche Anmutung des Fahrzeugs sehr. Wichtig dabei ist noch zu wissen, der Leon hat mittlerweile immer LED-Scheinwerfer mit an Bord. Es gibt aber auch einen sogenannten Voll-LED-Scheinwerfer. Da kostet das Päckchen dann 970 Euro und die bieten einen etwas größeren Funktionsumfang. Die kann man relativ gut für den normalen unterscheiden, denn die große Version hat drei Elemente im Scheinwerfer, die kleinere, die Basisversion, besteht aus vier Einzelelementen. Und dann, um das Auto von vorne noch so ein bisschen sportlicher daherkommen zu lassen, gibt es einen schönen aufgeteilten, mit kleinen Aero-Elementen versehenen vorderen Stoßfänger. Und das Gute ist hier, dass diese Elemente nicht nur dafür sorgen, dass sich eben die Aerodynamik verbessert und optimiert wird, sondern es sind tatsächlich einzelne Teile. Das heißt, bei einem kleinen Parkrempler zum Beispiel kann ich hier problemlos einfach nur ein Teil austauschen und muss nicht gleich die ganze Front neu machen. Was mir übrigens jetzt schon auffällt, wenn es jetzt nur ein paar Minuten unterwegs ist, das Auto ist relativ leise. Also, ich weiß nicht, ob euch das auch auffällt. Für mich ist das sehr angenehm, wie ruhig der Wagen ist. Und das macht schon, ja, macht einen guten Eindruck im Moment. So, wir dürfen jetzt wieder 100 fahren, wir beschleunigen ein bisschen flotter. Er schaltet das Getriebe sehr schön und sehr direkt. Der Wagen zieht gut durch, also da gibt es nichts zu mäkeln, dass der hier nicht vernünftig beschleunigen würde. Auch hier im Cockpit die Anzeige der Verkehrszeichen. Optionales Feature, aber sehr schön, wenn man es hat. Denn so weiß man immer ganz genau, was gerade erlaubt ist und was nicht. Was hier bei dem Motor auffällt, das seht ihr jetzt gerade. Der Wagen segelt relativ schnell. Das heißt, der Motor schaltet sich aus. Und erst wenn ich wieder Gas gebe, was ich natürlich beim Einfahren in den Ort hier nicht brauche, kommt er wieder. So, jetzt, sobald ich Gas gebe, ist er wieder da. Schaltet sich aber auch relativ schnell wieder aus. Und das Spannende dabei ist, dass das eben funktioniert durch diese sogenannte ETSI, also durch diesen Startergenerator, den der Wagen mit an Bord hat. Das heißt, wir reden hier über ein 48 Volt Bordnetz und über einen, ja, recht kräftigen Starter. Leider gibt es dafür keine genauen Werte aktuell. Ich kann auch nicht sagen, wie viel Leistung und wie viel Drehmoment der dazu packt, denn der macht Folgendes. Zum einen hilft er beim Boosten, also wenn ich das Fahrzeug schnell beschleunigen will, dann schiebt er mit an. Zum anderen ist er aber auch dafür da, den Motor anzuschmeißen. Das kann er natürlich, weil er etwas größer dimensioniert ist, relativ leicht und sehr schnell. Das ermöglicht es eben so wie hier, dass der Motor einfach mal zwischendurch ausgeht, dadurch Kraftstoff spart und sobald wir ihn wieder brauchen, sofort wieder anspringt. Und was er ebenfalls macht, ist, er rekuperiert Energie. Das heißt, sobald ich bremse oder den Fuß vom Gas mit dem Wagen ausrollen lassen will, lädt er eine kleine Batterie wieder voll, aus der er dann eben die Energie zieht, die er braucht, um den Wagen vorwärts zu treiben, wenn es benötigt wird. Und ich meine, Volkswagen bzw. in dem Fall Seat gibt die Ersparnismöglichkeit mit 10% an. Ich habe das richtig im Kopf. Ich kann mich aber täuschen. Falls ich falsch liege, würde ich es nochmal einblenden. Und ich denke, das ist von daher eine gute Idee. Ein weiterer großer Vorteil dieser Technik ist, für alle, die VW ein bisschen verfolgen und ein bisschen so sich die Technik und die Infos zu den Autos anschauen. Es wurde immer wieder gesprochen von der Anfahrschwäche des DSG-Getriebes und das ist eben mit diesem Antrieb im Grunde genommen passé.
Weil durch diesen Startergenerator schiebt der Wagen quasi sofort an. Der ist also viel direkter da, als er das vorher war. Und damit habe ich eben diese Anfahrschwäche, die wir von DSG-getrieben beim Konzern, sage ich mal, kennen, ausgemerzt und muss mich damit hier nicht mehr rumplagen. Bei der Fahrt hier über Land merkt man sofort, dass bei dem Auto etwas zum Thema Fahrwerk passiert ist. Der Wagen liegt einfach sehr schön satt auf der Strecke, wobei ich dazu sagen muss, wir haben die FR-Ausstattung und somit haben wir das Sportfahrwerk mit an Bord. Und wir haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch die adaptive Fahrwerksregelung mit an Bord. Aber dennoch, der Wagen liegt einfach sehr schön auf der Strecke. Und neben diesem satten auf der Straße liegen, ist er auch noch extrem komfortabel. Also der federt hier die Unebenheiten auf der Strecke so angenehm weg, dass es wirklich einfach nur eine Freude ist, den zu fahren. Dazu kommt noch etwas, was ich jetzt gerade habe. Die Bremse im Auto ist schön dosierbar. Also da gibt es überhaupt keine Sekunde, wo man sich dran gewöhnen muss. Es ist einfach genauso, wie sie sein soll. Und etwas, was jetzt schon auffällt, ist, dass die Lenkung des Leon super präzise ist. Also wirklich macht richtig Spaß, den hier auch durch die Kurve zu fahren. Er macht genau das, was er machen soll. Und das, wie ich finde, wirklich ohne auch nur einen Hauch von nervös zu sein oder überempfindlich zu sein, lässt sich extrem schön und sauber fahren. Falls sich das nach Lobhudelei anhört, tut es mir leid. Aber ich werde nicht sagen, dass die Lenkung nicht toll ist, wenn sie so toll ist, wie sie sich jetzt gerade anfühlt. Und das ist sie. Macht einfach nur Spaß, den hier zu fahren, weil der wirklich genau dahin geht, wo ich es gerade möchte. Und das, wie gesagt, ohne dass ich mich groß an irgendwas gewöhnen müsste. Da gibt es andere Fahrzeuge, da sieht die Welt wirklich ja, nicht so aus wie hier. Jetzt hier ein bisschen schneller die Kurve, auch da wieder. Liegt schön, neigt sich nicht. Gibt einem immer das Gefühl, den Wagen 100% zu kontrollieren. Gefällt mir gut. Wir fahren übrigens, für alle, die es wissen wollen, aktuell im normalen Modus. Also haben jetzt nicht die Fahrmodi gewechselt. Und das bietet das Auto auch. Das heißt, ich kann hier, wenn ich es dann möchte, auch noch den Fahrmodus tauschen. Schauen wir kurz rein. Da habe ich die Fahrerassistenzsysteme und kann hier aber mir zum Beispiel auch den Lane Assist wieder einschalten. So, da ist dann auch direkt die Warnung wieder weg. Es geht halt über das große Touchscreen. Hier habe ich aber die Assistenten, die ich zum Beispiel noch auswählen kann. Kann ich noch Inneneinstellungen machen, die Ambientbeleuchtung machen und da habe ich meine Fahrprofile. Aktuell ist er auf Komfort gestellt. Wir können ja mal auf Normal gehen, dann ist der Wagen vielleicht ein bisschen straffer. Ja, aber nicht wirklich unangenehm. Und wenn wir jetzt mal auf Sport gehen, ja, dann geht die Drehzahl sofort hoch, dann wird er natürlich ein bisschen aktiver. Lautstärke bleibt aber, was mich ein bisschen wundert. Lenkung. Ich muss eben wieder den Assistenten ausschalten. Da ist nämlich jetzt genau der Punkt. Ich wollte mir die Lenkung anschauen und merke jetzt, da passiert doch was, was ich nicht will. So. Also jetzt der Lane Assist wieder aus. Wir sind im Sportmodus. Sie wirkt aber nicht wirklich schwerer. Ich hätte jetzt aber, dass die Lenkung deutlich schwerer wird. Schauen wir mal, ob ich normal gehe. Ja, der Unterschied ist da, aber der ist nicht, gefühlt nicht wirklich groß. Aber ihr braucht auch nicht auf der Lenkungsseite auf Sport zu schalten, um hier Spaß im Auto zu haben. Also man merkt es im Geradeauslauf ein bisschen stärker. Das ist ein bisschen schwerer, aber im Grunde genommen sehr schön. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, hat unser Fahrzeug hier auch die Progressivlenkung. Das heißt auch da wieder ein ansteigendes Lenkverhalten je nach Lenkwinkel. Und das macht das Kurvenjagen, gerade wenn ihr Kehren fahren müsst, deutlich einfacher, weil einfach der Lenkeinschlag nicht mehr so groß sein muss, um so eine Spitzkehre zu fahren. Jetzt schalten wir wieder auf Normal zurück, denn wir wollen ja Verbrauch ermitteln. Und den ermitteln wir bei einer Normalfahrt. Wenn wir uns den Leon anschauen, ja, ihr habt recht, er ist massiv gewachsen. Er ist jetzt 4,37 Meter lang und damit 86 Millimeter länger als sein Vorgänger. Viel wichtiger jedoch, finde ich,
Alleine 5 cm von diesem Zuwachs sind in den Radstand gegangen. Und das sorgt natürlich innen für komplett andere Volumenverhältnisse. Außerdem wichtig, mit seiner Länge ist er jetzt auf dem Niveau vom VW Golf. Wenn wir uns das Fahrzeug weiter anschauen, dann fällt natürlich bei uns auf, schöne große Räder hat er hier. Ja, in der Serie bietet der Leon 16 Zoll Räder. Als FR, so wie wir ihn fahren, oder als Excellence 17 Zoll ab Werk. Wir haben jedoch die aufpreispflichtigen 18 Zöller an Bord. Die kosten allerdings leider 675 Euro extra. Wenn wir uns die Linien anschauen von unserem Auto, dann stellen wir fest, es ist immer noch ein Leon. Wobei die Designer hier an der Seite sehr viele Sicken und Kanten und Linien rausgenommen haben aus dem Auto. Wir haben nur noch eine Linie unterhalb der Schulter, auf der übrigens auch hier unser, ich sag mal, leicht gebürstet aussehender Rückspiegel montiert ist. Und wir haben hier unten noch diese Linie, die dafür sorgt, dass die Mitte des Fahrzeugs ein bisschen ausstellt. Das kennen wir auch vom alten Seat Leon. Was es weiterhin gibt, das ist die Unterbrechung hier hinten, dieser sehr markanten Linie. Und ich finde genau hier, dieses Stück, das ist wieder so ein typisches Seat Leon Merkmal. Das sieht fast genauso aus wie beim Vorgänger, aber durch diese, sag mal, deutliche Reduzierung der Linie an der Seite ist der Wagen einfach mal moderner geworden. Und um unserem Fahrzeug so ein bisschen den sportlichen Charakter zu verleihen, haben wir hier, dank der FR-Ausstattung, ab der B-Säule abgedunkelte Seitenscheiben. Und wie wir außerdem feststellen können, in der Höhe ist das Fahrzeug, meine ich, minimal geschrumpft. Und deswegen sieht er von der Seite eben durch diese Strecken einfach wesentlich dynamischer aus, nochmal als sein Vorgänger. Sprechen wir noch mal kurz über die Preise. Den neuen Seat Leon, den gibt es ab 20.800 Euro. Dann jedoch in der Ausstattungslinie Reference, also aktuelle Basisausstattung, mit einem 1 Liter Dreizylinder Benzinmotor. Und das dann, ja, Grundausstattung, wobei der da auch schon ein bisschen was bietet. Wenn ihr euch für den Motor interessiert, den wir fahren, das ist der 1,5 Liter ETSI, den gibt es ab 29.000 Euro rund. Aber wichtig hier zu wissen ist, dann habt ihr Minimum die Ausstattungslinie FR bzw. Excellence. Das ist bei beiden der gleiche Preis. Denn in den darunterliegenden Ausstattungslinien gibt es diesen Antrieb gar nicht. Und dann habt ihr natürlich entsprechend deutlich mehr Ausstattung mit an Bord. Wenn ihr dann allerdings sagt, ihr möchtet noch ein bisschen was dazu packen, was problemlos möglich ist, also da sind schon reichlich Optionen, die ihr ziehen könnt, und ihr wollt vielleicht die Ausstattung haben, die unser Testwagen hat, die blende ich euch jetzt hier mal kurz ein, dass ihr mal eben seht, was wir alles so an Bord haben. Dann landet ihr allerdings bei einem Preis, der liegt hier bei, ich glaube, knapp über 36.000 Euro. Ist dann allerdings auch ein Auto, das wirklich sehr, sehr ordentlich ausgestattet ist. Und ich finde, für das, was der Wagen insgesamt bietet, ist der Preis, wenn ich mir die Wettbewerber anschaue, völlig okay. Ich blende euch hier mal kurz den Preis ein, den ihr für die Basis von einem Opel bezahlen müsst, und auch mal zum Vergleich den Konzernbruder, den VW Golf, dass ihr damit mal die Basis habt, und auch mal die Preise für ähnliche Motorisierungen, dass ihr einfach so ein bisschen euch leichter orientieren könnt, wo liegt der aktuelle Seat Leon. Wie gesagt, wichtiger Modelljahr 2020, also flammneu tatsächlich im Vergleich zum Wettbewerb. Die aktuelle Basisversion des Leon, die hat ein Infotainment-System an Bord mit einem rund 8 Zoll großen Touchscreen hier. Und das finde ich für eine Basis schon sehr, sehr ordentlich. Ihr könnt aber natürlich mehr bekommen, und das heißt, in dem Moment, wo ihr das Navigationssystem dazu bestellt, das kostet 740 Euro, habt ihr hier im Fahrzeug ein Touchscreen mit 10 Zoll. Und das ist wie in allen neuen Fahrzeugen wirklich so ein Hingucker, weil ihr einfach sagt, wow, das fällt schon wirklich auf. Das ist hier aufgesetzt. Das kennen wir zum Beispiel schon vom Seat Tarraco. Ist aber hier nicht so, dass es stören wird. Es fügt sich ja eigentlich ganz gut ein. Und das Schöne bei diesem System ist, das bietet euch eben unter anderem auch Live-Daten. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Wetterdaten abrufen, ihr könnt Verkehrsinformationen wirklich live abrufen, ihr habt Informationen über Parksituationen, über Kraftstoffpreise und einiges mehr, was ihr hier über das System abrufen könnt, und habt ein sehr, sehr modernes System, das ihr wirklich so konfigurieren könnt, wie ihr es wollt. Und hier im Fahrzeug ist diese Einheit tatsächlich eine echte Zentrale, denn ihr habt hier alle wichtigen Daten im System, die ihr braucht. Ich habe hier die Fahrzeugdaten drin, wie gerade eben schon mal erzählt, mit Fahrprofilen, mit der Einstellung der Ambientbeleuchtung, mit den Möglichkeiten, die Assistenzsysteme einzustellen, die ist Infotainment oder die Spiegel einzustellen, das Fahrprofil einzustellen und vieles mehr. Und habe natürlich hier im Fahrzeug auch Möglichkeiten, Apple CarPlay zu nutzen, Android Auto zu nutzen, Apple CarPlay mittlerweile sogar kabellos, was absolut Sinn macht, vor allen Dingen in Kombination
mit der kabellosen Ladeschale, die hier vorne im Auto vorhanden sein kann, sodass ihr wirklich mit diesem System all das machen könnt, was ihr erwartet. Wichtig ist dabei auch, ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit bei der Navigation euch auch Favoriten anzulegen. Ihr könnt diverse Einstellungen vornehmen. Ich kann mir hier die aktuellen Fahrdaten anzeigen, kann hier mir Statistiken anzeigen lassen, Informationen zum Fahrzeug, zum aktuellen Status, so wie hier. Er sagt mir klar, der Lane Assist ist ausgeschaltet. Also wirklich eine richtige Zentraleinheit, die einfach alles das bietet, was wir über das Auto wissen möchten und müssen. Und darüber hinaus noch sehr schön bedienbar. Und was ich finde, wenn ich hier den Home-Button aufrufe, habe ich hier auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Ganze mir anders anlegen, möchte also zum Beispiel hier andere Inhalte haben. Dann kann ich, wenn ich den Finger länger auf einem der Felder lasse, das Ganze auch noch frei konfigurieren, geht allerdings während der Fahrt nicht. So, kurzes Update, wir haben jetzt 26 Kilometer hinter uns und müssen wir kurz ein bisschen langsamer werden hier. Haben aktuell eine Fahrzeit von 29 Minuten, haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 55 Kilometern mittlerweile und liegen bei unserem Verbrauch bei 5 Liter, also deutlich unter den 6,1, die der Hersteller angibt nach WLTP. Und das finde ich ist ein vernünftiger Wert. Guck mal kurz, sobald ich den Fuß vom Gas nehme, seht ihr unten rechts das kleine Eco-Symbol, das sich einblendet. Das heißt folgendes: Diese 1,5 Liter Maschine hier, die hat eine Zylinderabschaltung. Und im Moment, wo dieses Eco-Zeichen auftaucht, ist die zum Beispiel aktiv. Das heißt, er schaltet 2 der 4 Zylinder ab und spart dadurch auch wieder Kraftstoff. Und jetzt hier auch wieder bei dieser Strecke, wir dürfen hier leider nicht ganz so schnell fahren, merkt man aber sofort, wie gut das Fahrzeug liegt. Auch das gleiche wie schon mal erwähnt. Kurvenfahren hier macht wirklich Spaß. Der Wagen geht genau, wirklich genau so, wie ihr euch das vorstellt. Es macht wirklich richtig, einfach nur Freude. Jetzt sehen wir wieder, der Motor geht quasi in Ruhemodus und sagt so, wenn ich so gar nicht mehr die Leistung abrufe, dann segelt er ganz gemütlich. Wir dürfen aber hier schneller fahren, wenn wir wollen. Sobald ich eben die Leistung wieder haben möchte, ist sie sofort auch wieder da. Am Heck unseres Seat Leon gibt es, wie ich finde, fast schon am meisten zu entdecken. Zum einen haben wir hier den Leon-Schriftzug in Schreibschrift. Manche Leute mögen es nicht. Ich finde es richtig klasse und ich finde, das gibt dem Auto so ein bisschen einen persönlichen Touch, fast wie eine Unterschrift. Dann haben wir natürlich am Heck, wie beim FR immer, das FR-Logo, damit wir wissen, das ist die sportlichere Variante. Und das wird auch unterstützt durch die schwarzen Heckscheiben hier am Fahrzeug. Dann ein wichtiger Punkt beim neuen Leon ist, wir haben nicht nur LED-Heckleuchten, sondern wir haben bei uns hier die Voll-LED-Rückleuchten. Und zwar unterscheiden die sich, weil die haben hier dieses durchgehende Lichtband. Das ist etwas wirklich Neues. Das gibt es noch nicht bei so vielen Fahrzeugen. War früher in Deutschland gar nicht gestattet. Mittlerweile geht's. Und das sorgt nicht nur dafür, dass wir so schöne Coming- und Leaving-Home-Funktionen im Fahrzeug haben, sondern es gibt dem Auto von hinten eine wirklich einzigartige Signatur im Dunkeln. Und wenn wir uns die Leuchten anschauen, die laufen hier rum und laufen so und damit stellen die so einen Winkel nach unten und außen ans Heck des Fahrzeugs. Und der wird tatsächlich hier unten wieder aufgenommen. Und dann finden wir darunter nochmal die Auspuffblenden, von denen ich normalerweise kein Fan bin. Ich finde aber, dem Auto stehen sie einfach und die sorgen ebenfalls wieder für so einen Winkel, der nach außen und unten drückt. Und damit stellt er das Fahrzeug einfach insgesamt von hinten so richtig kräftig und massig auf die Straße, gibt dem Fahrzeug eine Breite, die es mit seinen 17 mm weniger im Vergleich zum Vorgänger eigentlich gar nicht hat. Sprechen wir nochmal kurz über das Thema Bedienung im Auto. Es gibt hier im Fahrzeug eigentlich fast keine Knöpfe mehr. Also Drehregler schon mal eigentlich gar nicht mehr und klassische Knöpfe vermisst man dann auch. Und das fängt an, das kennen wir aber schon vom neuen VW Golf, unten links unterm Lenkrad mit der Bedieneinheit fürs Licht. Das sind alles Touch-Sensoren, also da gibt es keine Knöpfe, keine Regler mehr. Dann habe ich schaue ich mir das Display hier vorne an, ein großes Display. Es gibt auch da nur das Touchscreen oder darunter Sensoren. Links und rechts aktuell habe ich Sensoren, mit denen ich die Temperatur im Fahrzeug verändern kann. In der Mitte habe ich so einen Swipe, wo ich also drüber wischen kann. Das kennen wir zum Beispiel auch von den Handys. Mit 2 Fingern kann ich zoomen oder mit einem Finger kann ich einfach Sachen schieben. Und das gilt hier zum Beispiel für etwas wie die Lautstärke des Radios. Da kann ich einfach ziehen und schon ist die Lautstärke da. Ich kann nicht in der Karte mit 2 Fingern das Ganze auch ranzoomen oder rauszoomen, wobei ich das ein bisschen schwierig finde. Das finde ich tatsächlich im Touchscreen einfacher. Aber wie gesagt, hier hat man komplett auf irgendwelche Drehregler oder Knöpfe verzichtet. Ist
gewöhnungsbedürftig, kennen wir schon, aber es gibt dann natürlich die Bedienelemente hier am Lenkrad, die das Ganze vereinfachen. Was mir übrigens beim Thema Bedienung kurz noch einfällt, ist, was ich hier nicht mehr habe im Auto, und das ist etwas, was mich tatsächlich stört, gar nicht mal dieser Drehknopf am Radio, daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt, sondern die Fahrprofilauswahl ist hier aus der Mittelkonsole verschwunden. Und das finde ich tatsächlich schlecht. Denn wenn ich unterwegs bin und will mal eben umschalten, mal eben sportlicher sein, dann möchte ich mal eben den Knopf drücken können. Und das kann ich hier nicht. Ich muss tatsächlich dafür hier mit dem Touchscreen arbeiten. Wenn ihr euch das Lenkrad anschaut, da habt ihr einen sehr modernen Aufbau. Wir haben hier das Sportlenkrad drin. Das ist super schön, nett anzusehen. Und ganz wichtig, wir haben links alles zum Thema Tempomat und auch zum Thema Assistenten wählen. Und ich habe auf der rechten Seite habe ich die Möglichkeit, mir eben die Cockpit-Ansichten anzuschauen und habe hier auch die Möglichkeit, die Sprachsteuerung zu aktivieren oder das Radio mit dem Vorwärts-Rückwärts zu bedienen und kann auch die Lenkradheizung hier einschalten. Es gibt aber ansonsten auf dem Lenkrad keinen großen Spielkram mehr. Ich habe eine relativ hohe Anzahl an Tasten bzw. ja, Tastern, aber alles ist so angeordnet, dass es ja vernünftig und intuitiv bedienbar wirkt. Und man hat sich relativ schnell an die Anordnung dieser einzelnen Elemente gewöhnt und kann damit das Auto wirklich völlig problemlos bedienen. Auf der Strecke hier mit den Unebenheiten kann man sehr schön merken, wie sauber der Wagen liegt. Es gibt hier eigentlich keine Schläge, die durchkommen. Ich habe ja immer das Gefühl, einen sehr guten Kontakt zur Straße zu haben, aber ohne die Unannehmlichkeiten mitzunehmen. Da muss ich sagen, gefällt mir persönlich wirklich gut. So, und hier ist jetzt wieder unsere Kurve, wo wir ein bisschen schärfer durchfahren. Und da seht ihr auch wieder, das Auto liegt einfach sauber. So, jetzt sind wir 38 Minuten unterwegs, haben 36 Kilometer hinter uns, haben aktuell einen Verbrauch von nur noch 4,8 und haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 57 Kilometern pro Stunde. Das wollen wir jetzt aber ändern, denn jetzt geht es für uns auf die Autobahn. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Fahrzeug dort verhält. Die angegebene Höchstgeschwindigkeit sind 221 Kilometer pro Stunde. Das werden wir wahrscheinlich nicht fahren. Er soll beschleunigen von 0 auf 100 in, ich glaube, 8,4 Sekunden, was wir auch so nicht machen werden. Aber viel wichtiger für mich ist eigentlich, wie zieht er denn an, wenn ich jetzt sage, okay, wir fahren auf die Bahn und treten mal durch. Ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, wir starten jetzt aktuell mit 4,7 Litern je 100 gefahrene Kilometer. Und das zeigt mir, über Landfahrten mag der Wagen. Schauen wir mal kurz, wie sich das Ganze verändert, wenn wir hier Vollgas geben. So, ich trete mal durch. Zieht schön, jetzt schon bei 100. Ihr hört den Motor aber jetzt natürlich deutlicher. Sind jetzt bei 140, aber im Auto ist es wirklich noch sehr schön leise. Jetzt kommt langsam Wind dazu. Wir sind aber jetzt auch schon bei über 160. Jetzt haben wir den Wind deutlicher. 180. Zieht immer noch, wie ich finde, ganz langsam und gemütlich und ordentlich nach oben. Jetzt haben wir die 195, 200. Und er zieht weiter, wobei er jetzt, ja, aber nee, er braucht nicht. Er zieht einfach durch. Schauen wir mal, ob wir die Topspeed schaffen. Ich denke, wir werden vorher abbrechen müssen. Entscheidet den letzten Gang, 212, so wir gehen mal vom Gas und da vorne ist Verkehr. Selbst bei über 200 ist das Geräuschniveau wirklich noch sehr ordentlich. Was mich überzeugt ist, wie er durchzieht. Er hat so nicht einmal ein Loch dazwischen, wo man das Gefühl hat, jetzt muss er mal schnaufen. Macht nicht den Eindruck, als würde er bei 221 auf, wenn man in die Puste ausgeht. Macht er sehr, sehr gemütlich, sehr entspannt. Also, und vor allen Dingen, ja, ich würde sagen, souverän ist vielleicht das Wort, nach dem ich gesucht habe. Und völlig unaufgeregt. Schauen wir mal kurz über den Tempomaten aktivieren, was dann passiert. So, ACC deaktiviert, ACC wieder nicht. Aha. So, jetzt haben wir ihn aktiviert. Okay. Aber 119, das wollen wir nicht. Wir gehen mal auf Plus. 120, 130. So. Auto fährt jetzt 130 nach Tempomat. Wir sollten jetzt vielleicht gucken, dass wir über die Assistenten auch wieder den Lane Assist einschalten. Sonst wird es unfair. Und dabei kann ich euch mal kurz die Assistenten zeigen, die wir hier drin haben. Übrigens serienmäßig im Fahrzeug immer mit an Bord bei den Assistenzsystemen ist unter anderem der sogenannte Lane Assist. Dann haben wir die Müdigkeitserkennung immer mit an Bord. Dann haben wir die, den Front Assist mit an Bord, also inklusive der Notbremsfunktion daherkommt. Und das sind so grob die Basissachen, die es gibt. Die blende ich euch hier aber nochmal ein, damit ich nicht irgendwas vergesse.
Und dann gibt es beim Fahrzeug natürlich eine große Vielfalt an Dingen, die ihr dazu bestellen könnt. Es gibt einzelne Teile, die ihr kaufen könnt. Es gibt aber auch Assistenzpakete, die ihr kaufen könnt. Die haben wir unter anderem hier mit an Bord. Und das blende ich euch jetzt mal kurz ein, dass ihr so eine Übersicht bekommt, was gibt es eigentlich alles fürs Fahrzeug. Natürlich gibt es auch eine Rückfahrkamera, natürlich gibt es auch einen Rear Cross Traffic Alert beim Auspacken. Es gibt einen Einparkassistent und vieles, vieles mehr. Und wie gesagt, einiges davon in vernünftige Pakete verpackt. Wichtig hier ist aber zum Beispiel, ich habe einen vernünftigen Side Assist, also einen vernünftigen Warner für den Blindspot, also für die toten Winkel. Und was mir da sehr gut gefällt, ist, dass Seat hier etwas Neues anfängt, nämlich man benutzt das Ambient Light im Auto, um auch Warnmeldungen weiterzugeben. Und das gilt unter anderem hier für die seitlichen Assistenzsysteme. Zum Beispiel, wenn ihr, es gibt so einen Assistenten fürs Aussteigen, das heißt, wenn das Auto steht und ihr wollt aussteigen und der merkt das, dass da ein Fahrzeug kommt, dann warnt er euch auch da. Und das eben nicht nur im Spiegel, wie wir es schon kennen, sondern eben auch hier über die Ambientbeleuchtung. Finde ich persönlich eine sehr gute Lösung, eine sehr gute Idee, das einfach auch nochmal zu nutzen. Aber wie gesagt, die Liste mit den unterschiedlichen Ausstattungen bezogen auf die Assistenz- und Sicherheitssysteme, die habt ihr gerade. Und da ist eigentlich nichts, was man nicht bestellen kann. Alles, was irgendwie sinnvoll sein könnte, gibt es auf jeden Fall optional zu kaufen. Es gibt für den Seat Leon auf Wunsch eine elektrische Kofferraumklappe. Die hat unser Fahrzeug leider nicht, aber für 740 Euro ist die bestellbar. Wer mit dem Leon einen Hänger ziehen will, der kann das. Maximale Anhängelast 1500 Kilogramm, maximale Stützlast 80 Kilogramm. Jetzt aber mal zum Kofferraum. Der Leon, der hat kofferraummäßig ein vernünftiges Maß beibehalten. 380 Liter mit aufgestellter Rückbank, umgeklappt maximal 1301 Liter. Damit ist er bei aufgestellter Rückbank so groß wie der VW Golf aktuell. Bei umgeklappter Rückbank bietet er allerdings da noch mal mehr als der Klassenprimus. So, jetzt lasse ich den Wagen mal rollen, nehme mal die Hände vom Lenkrad. Wir haben eine sehr schöne Grafik im Display, die mir anzeigt, wie er gerade arbeitet. Wir sehen, er geht an die äußere Kante der Spur. Jetzt hält er die Spur tatsächlich. Jetzt merkt man also, dass er nicht wieder zurückgeht, sondern dass er wirklich sich an der Spur orientiert. Er sagt mir jetzt, ich möchte die Hände ans Lenkrad nehmen. Aber diese Grafik hier vorne im Display, die gibt so ein bisschen das Gefühl an von, ich habe alles unter Kontrolle, mir geht's super, ich weiß genau, was hier passiert. Finde ich persönlich sehr charmant. Was er natürlich ebenfalls bietet, das ist die automatische Abstandsregelung. Das heißt, einen sogenannten, ich nenne es immer adaptiven Tempomaten, der also die Geschwindigkeit des Vordermannes mit in den Tempomaten gibt. Und das bedeutet hier, dass er natürlich den Abstand zum Vordermann einhält und entsprechend die Geschwindigkeit anpasst. Und das macht er jetzt auch und das macht er vor allen Dingen sehr ordentlich. Wir sind jetzt gerade runtergebremst worden auf 90 Kilometer pro Stunde, weil vor mir ein LKW ist und dahinter noch ein PKW. Jetzt fährt der PKW raus. Wir können damit ein bisschen schneller werden. Das merke ich, der beschleunigt langsam, aber er sieht natürlich den LKW. Jetzt ziehe ich mal weiter raus. Und das ist jetzt wieder typisch Volkswagen-Konzern. Sobald ich einen Teil dieses Herausfahrens abgeschlossen habe, beschleunigt der Wagen sofort. Das heißt, er wartet hier nicht, bis ich komplett die Spur verlassen habe, sondern er beschleunigt sofort, jetzt hier vorne auch. Sobald die Bahn frei ist, gibt er wieder vernünftig Gas und macht das alles auch sehr schön ruhig. Also man hat nie das Gefühl, dass er so ad hoc arbeitet, sondern es wirkt alles sehr schön fließend und sehr, sehr homogen und gibt einem damit einfach so ein gutes Gefühl. Auch nicht dieses Gefühl, ich muss jetzt hier aktiv werden und muss selber machen, sondern er lässt einen wirklich einfach mit dem Verkehr mitfließen. Ohne dass man immer das Gefühl hat, so, es geht Stopp und jetzt geht es wieder weiter und jetzt wieder Stopp, sondern wirklich beschleunigt dann, wenn man es normalerweise selber auch tun würde. Und das gleiche beim Verzögern auch, finde ich, macht, aber da muss ich sagen, Volkswagen-Konzern typischen guten Eindruck. Jetzt auch wieder, also er hat gemerkt, da ist ein LKW, aber er merkt auch, ich ziehe raus. So eine kurze Unsicherheit und dann wird einfach sofort weiter beschleunigt. Jetzt übrigens kommt was Neues, nämlich das vorausschauende Fahren. Das ist hier eigentlich auch ganz spannend gelöst. Ich versuche das nachher nochmal auf der Landstraße zu zeigen, das ist vielleicht ein bisschen deutlicher. Der Wagen erkennt, da kommt jetzt eine Veränderung bei den Verkehrszeichen. So bei mir 120, übrigens passt er auch den Tempomaten an das Schild. Wir haben jetzt tatsächlich die 120 eingestellt, ohne dass ich irgendwas verändert habe. Und er weiß das eben schon vorher, zum Beispiel aufgrund von Navigationsdaten und natürlich auch über die Verkehrszeichenerkennung. Und reagiert darauf. Und das macht er, das kennen wir von anderen Herstellern wie Audi zum Beispiel, sind jetzt bei denen prädiktiver Effizienzassistent. Das heißt, das Auto schaut quasi über seine Systeme auf die auf uns zukommende Fahrstrecke und reagiert darauf
vorher. Das heißt, es wird Geschwindigkeit reduziert, es werden Empfehlungen ausgesprochen und vieles mehr. Und das hat einen Vorteil, dass wir Energie sparen, in dem Fall Kraftstoff. Und der andere große Vorteil ist, dass wir so zum Beispiel auch sicherer unterwegs sind. Denn das passiert auch, wenn ihr zu schnell auf einen Kreisverkehr zufahrt. Oder wenn ihr die Navigationsdaten aktiv habt und da weiß, ihr wollt irgendwo abbiegen, dann weiß das System, okay, ich muss hier was tun, ich muss hier reagieren. Ansonsten wird es für den Passagier oder die Passagiere ungemütlich. Und das finde ich persönlich ist eine gute Geschichte, denn das macht das Leben beim Fahren, gerade auf Langstrecken, einfach angenehmer, entspannter und sorgt zusätzlich für mehr Sicherheit. So, jetzt können wir mal kurz über das Thema Sprachsteuerung sprechen. Also, wie gesagt, ich sage hola, hola. Und jetzt sagt sie, was möchten Sie tun? Und ich sage, mir ist warm. Vorne links wird es gleich wärmer. Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe eigentlich erwartet, es wird vorne links kühler, aber okay. Versuchen wir es nochmal. Hola, hola. Hola, hola. Wie kann ich helfen? Mir ist warm. Ja, vorne links wird es gleich kühler. Aha, geht doch. Also so ein bisschen Obacht hier bei der Autobahn. Wir fahren gerade auf so einem etwas älteren Teilstück der A92. Das kennen die, die das Format öfter gucken schon. Da ist die Oberfläche nicht die beste und da hört ihr auch diese Störgeräusche. Das liegt an diesen Schnitten in der Straße. Die sind schon relativ heftig. Das mag natürlich die Sprachsteuerung nicht. Aber grundsätzlich wichtig zu wissen ist, ihr habt diesen besonderen Aufruf oder für die Startsequenz eben dieses besondere Kommando, was ich echt spannend finde und ganz nett finde. Und ihr habt darüber hinaus mittlerweile eine Sprachsteuerung, die einfach mit euch, mit der ihr einfach reden könnt, wo ihr also nicht mehr nur noch Kommandos geben könnt, sondern wo ihr wirklich sagen könnt, ich habe das und das Bedürfnis, ich habe Hunger oder was auch immer. Und es wird entsprechend darauf reagiert und das mit einer doch recht hohen Trefferrate. Wir haben jetzt, schauen wir noch mal rein, geschafft bisher 59 Kilometer, aktueller Verbrauch 5,7, immer noch, wie ich finde, ein sehr ordentlicher Wert, dafür, dass wir auf der Autobahn unterwegs sind. Und 71 Kilometer pro Stunde ist der Durchschnitt, 50 Minuten unterwegs. Muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir bei anderen Autos schon andere Richtungen gesehen, also wo die Sprünge höher sind. Wir waren, glaube ich, bei 5,4 beim Losfahren. Jetzt ist sie aber 5,7 ist ein wirklich guter Wert. Da bin ich sehr zufrieden. So, unsere Autobahnstrecke endet jetzt für uns. Wir fahren jetzt hier mal runter. Haben jetzt die 51 Minuten, 61 Kilometer, 5,7 immer noch und 72 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt. Ehrlich gesagt, vernünftiger Wert. Macht absolut Sinn. Ich mache mal kurz Autobahnausfahrt. Auch hier wieder, das was ich die ganze Zeit schon sage, sehr schön kontrolliert. Kein großes Schieben und auch im Sitz keine Arbeit, um in Position zu bleiben. So, weiter geht's. Jetzt mal eben so durchziehen. Nett. Wir fahren jetzt ein kurzes Stück über Land und dann, wie gewohnt, geht's in die Stadt, um mal zu schauen, wie er sich da verhält. Der neue Leon, der bietet hier vorne tatsächlich auch für große Menschen wie mich mit fast 2 Metern wirklich sehr ordentliche Platzverhältnisse. Ich habe genügend Schulterraum, ich habe hier noch Kopffreiheit über, kann das Lenkrad vernünftig einstellen, sodass ich eine wirklich sehr, sehr gute Sitzposition finde und habe meinen Sitz noch nicht mal ganz hinten. Also ich sitze wirklich vernünftig, ohne dass ich irgendwelche Einbußen hier hinnehmen müsste. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Beifahrer. Auch da kann man sich als großer Mensch sehr wohlfühlen. Ich habe hier die Kopfstütze sehr weit oben, sehr schön einstellbar für mich, sodass ich ein gutes Gefühl habe, wenn ich mich anlehne. Und sitze übrigens hier auf meinen Sitzen auch sehr bequem. Der Seitenhalt ist für mich völlig in Ordnung. Ist kein Sportwagen-Sitz, also so richtig schalenmäßig, aber wirklich mehr als ausreichend Seitenhalt. Und was natürlich auch wichtig ist, er bietet reichlich Komfort, sodass man hier auch auf längeren Strecken sich wirklich wohlfühlen kann. Wie es hinter mir ausschaut, ob da genug Platz für mich zum Beispiel ist hinter mir, da schauen wir uns wie immer bei einem separaten Stop an. So, mein
Wie immer versprochener Zwischenstopp kann ich hinter mir sitzen im Seat Leon Fünftürer. Tür geht weit genug auf, jetzt kommt das Reinklettern. Ja, hört sich schwierig an, ist es aber gar nicht, denn ich habe vor den Knien noch Platz. Am Kopf passt es auch und ja, die Kopfstütze kann ich nicht wirklich nutzen, komme nicht ganz dran, aber 1,95 hinter 1,95 finde für einen kleinen Kompakten sehr ordentlich. Und da merkt man eben, dass diese 5 cm mehr im Radstand sind, denn hier habe ich wirklich mehr Platz als im Vorgänger. So, jetzt geht es für uns in die Stadt. Jetzt heißt es 50 fahren. Und wir starten das Ganze hier mit 5,7 Liter im Durchschnitt. Mal schauen, ob wir in der Stadt wieder was gut machen können, dank unseres Mild-Hybrid-Antriebs. Bin mal sehr gespannt. Und das lassen wir mal ganz gemütlich rollen. Bisher haben wir 64 Kilometer geschafft. Und ich bin mal, ja, im Moment noch positiv überrascht von den 5,7 Litern, die wir aktuell als Anzeige für den Durchschnittsverbrauch haben. Die Basisausstattung des aktuellen Einstiegsmodells unseres Seat Leon, die kann sich wirklich sehen lassen. Also die Liste der Ausstattungsmerkmale ist relativ lang, aber so mal ein paar Highlights vorab. Die Liste kommt hier parallel. Ihr habt immer mit dabei das Virtual Cockpit, ihr habt immer mit dabei einen höhenverstellbaren Sitz, ihr habt immer mit dabei eine Klimaanlage, und zwar eine Klimatronic, zwar nur eine Einzone, aber eine Klimatronic. Ihr habt immer mit dabei die Assistenzsysteme, wie zum Beispiel Müdigkeitserkennung, wie zum Beispiel Lane Assist und vieles mehr. Ihr habt immer mit dabei ein 8 Zoll Touchscreen mit einem passenden Infotainment dahinter. Ihr habt so viele unterschiedliche Teile, dass ich sie einfach gar nicht alle aufzählen kann. Das ist wirklich schon sehr, sehr ordentlich. Und darüber hinaus gibt es halt die Möglichkeit, viele Dinge zu bestellen, um den Wagen ja schöner zu machen, komfortabler, sicherer, sportlicher, wie auch immer ihr es bevorzugt. Und das eben zum einen über einzelne Optionen, zum anderen aber eben auch über, ich finde, ganz sinnvoll zusammengestellte Pakete. Und das seht ihr jetzt die ganze Zeit schon durchlaufen. Einfach mal so einen Überblick darüber, was, wie gesagt, ist in der Basis drin, was gibt es für optionale Möglichkeiten, was für Pakete kann ich kaufen, was für Einzeloptionen kann ich noch ziehen. Aber wie gesagt, es ist in der Basis schon ein sehr vernünftiges, ausgestattetes Fahrzeug. Wenn ihr dann natürlich so wie wir hier die FR-Ausstattung oder die Excellence-Ausstattung fahrt, dann habt ihr eigentlich schon alles, was man so braucht, auf jeden Fall im Fahrzeug. Und damit wird so ein Leon, der eben in der Golfklasse spielt, sehr schnell zu einem sehr komfortablen Auto mit Merkmalen, die man früher in deutlich höheren Klassen erst gefunden hat. Was übrigens gut zum Thema neue Bedienung passt, das ist hier auch der neue Schaltknauf, zumindest wenn man ihn noch Schaltknauf nennen will, zumindest bei den Automatikgetrieben. Denn wir haben hier, ähnlich wie wir es vom Golf schon kennen, einen kleinen Joystick im Auto mittlerweile. Also keinen klassischen Schalthebel mehr, sondern nur so einen kleinen Joystick für das sogenannte Shift-by-Wire-System. Das hat aber den großen Vorteil, es sorgt dafür, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben in der Schaltkulisse. Und wo wir gerade beim Thema Platz sind, sprechen wir mal kurz über das Thema Ablagen. Wir finden hier im Leon vorne in den Türen vernünftige, ja, vernünftig dimensionierte Ablagefächer. Da passen vorne sicherlich 1 Liter Flaschen rein. Dahinter ist noch reichlich Platz über. Wir haben unterhalb des Lenkrads keine weiteren Ablagen, haben aber dann hier vorne in der Mittelkonsole ein relativ großes, schräges Fach. Da finden wir auch das optionale kabellose Laden. Und darüber haben wir angeordnet 2 USB-C Anschlüsse, also USB-A gibt es hier nicht mehr. Ihr braucht ihr im Auto dann eben einen Adapter. Ist aber ansonsten vernünftig zugänglich. Also ihr müsst nicht wieder irgendwo mit den Händen rein, sondern haben da die Möglichkeit, sehr leicht ranzukommen. Dann haben wir eben neben dem Schaltknauf, oder in unserem Fall dem Joystick, rechts und links Platz dazu gewonnen. Das heißt, wir haben hier 2 flache, aber relativ lange Ablagefächer. Da kann man zum Beispiel super einen Schlüssel unterbringen oder einen Kugelschreiber oder ähnliches. Das passt ganz gut. Und dann habt ihr weiter hinten in der Mittelkonsole nochmal 2 Becherhalter und dann die Armauflage hier, die ist höhenverstellbar und nach vorne und hinten verstellbar. Und darunter habt ihr nochmal ein etwas kleineres Fach, was ich hier gerade sehe, mit einer 12-Volt-Steckdose, sodass ihr hier vorne auf jeden Fall genug Ablageflächen habt. Natürlich gibt es darüber hinaus noch ein Handschuhfach, das ist auch vernünftig dimensioniert, da ist bei mir jetzt einiges drin und da würde auch noch mehr reingehen.
Auf der Rückbank habt ihr natürlich wieder in den Türen ebenfalls Ablagefächer und zusätzlich gibt es in der Mittelarmlehne, die ihr runterklappen könnt, dann nochmal zwei Becherhalter. Hola, hola. Was möchten Sie tun? Shell, Landshut, Berg. Suche Shell in der Nähe. Schauen wir nochmal, was er kann. Bitte wählen Sie ein Sonderziel aus der Liste aus. Direkt getroffen. Die Tankstelle, an der wir losgefahren sind. Weidmanns Höhe 1. Zeigt er mir jetzt an mit 3,3 Kilometer, wobei wir noch ein bisschen durch die Gegend fahren. Aber wie ihr gesehen habt, mit der Sprachsteuerung ausgewählt. Jetzt ist es ruhig im Auto, damit war es einfacher. Und sofort richtig gefunden. Also ich musste jetzt nicht noch groß irgendwelche Kommandos eingeben wie Navigation, Suche Ziel und so weiter und so fort, sondern das ist sofort da, das Ziel. Und das finde ich persönlich sehr, sehr ordentlich. Schauen wir kurz bei den Einstellungen. Zielführung, Navigationsansagen, die machen wir jetzt mal aus. So. Dann schauen wir mal, ob die auch aus sind oder ob ich sie jetzt eingeschaltet habe. Ich will mal tippen, sie sind aus. Warten wir mal an, ab, was er sagt, ob er was sagt. Lasst euch also jetzt bitte im Cockpit nicht von den Navigationshinweisen irritieren. Die wollen wir aktuell nicht beachten, denn wir wollen noch ein bisschen fahren, damit wir unsere 100 Kilometer vollkriegen. So, wir haben jetzt übrigens zum Thema Fahren 1 Stunde 5 Minuten hinter uns. 69 Kilometer, 5,6 Liter auf 100 Kilometer der aktuelle Verbrauch und 64 Kilometer pro Stunde der Durchschnitt. Ah, und das waren die Navigationsansagen, die aktiv waren. Ich hoffe, sie sind jetzt passiv. Das ist eben, dass wenn man neu in einem Auto sitzt, wann ist was aktiv und nicht, muss man sich dran gewöhnen. Wobei, das war gerade eben orange, hätte ich auch selbst drauf kommen können. Was mich im Übrigen mal interessieren würde, ist, wie wichtig sind euch eigentlich diese Drehregler im Auto wirklich? Gibt es von euch welche, die eins von den ganz modernen Autos ohne Drehregler fahren und sagen, kann man sich dran gewöhnen, geht schnell, oder sagt ihr alle, muss da sein, ist blöde? Also auch die jüngeren Semester sind hier mal gefordert. Aber eben auch die, böse gesagt, Alten, so wie ich. Denn für uns ist halt Drehen und Knöpfe normal. Und alles, was jetzt kommt mit Touch, ist eben ungewöhnlich. Beim Licht, muss ich sagen, stört mich überhaupt nicht, weil ich am Licht eigentlich nichts tue. Ich würde das, schalte das auf Automatik. Wenn ich jetzt irgendwie sagen will, okay, ich muss das Nebellicht oder so anmachen, dann ist das für mich kein Unterschied, ob ich hier auf den Knopf drücke oder auf den Sensor drücke. Bei der Lautstärkenregelung ist es so, dass ich sage, das hat einen Moment gedauert. Mittlerweile kann ich es aber, dass ich einfach sage, okay, ich habe am Lenkrad meinen, in dem Fall hier, ein kleines Drehrad, über das ich die Einstellung vornehmen kann. Oder bei vielen anderen VW-Fahrzeugen jetzt hier unten dieses Plus-Minus, was sauber funktioniert, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. Das stört mich tatsächlich nicht und ich greife immer seltener in Richtung Navigationssystem oder Zentraleinheit, um die Lautstärke zu verändern. Würde mich aber tatsächlich mal interessieren. Darüber hinaus ist es bei mir so, dass ich auch dadurch, dass ich schon sehr, sehr lange ein Smartphone benutze, und zwar seit der iPhone Generation 1, ist dieses Zoomen mit den Fingern und das Suchen über Touchscreens ja für mich normal. Und deswegen stört mich das da überhaupt nicht, dass ich da nicht irgendwelche Tasten vorfinde. Für den Seat Leon gibt es aktuell Benzinmotoren mit Leistung zwischen 90 bis rauf zu 150 PS und Dieselmotoren mit 115 bzw. 150 PS. Dann gibt es noch unseren ETSI hier, der hat zwar auch 150 PS, hat aber einen sogenannten Startergenerator mit an Bord. Das heißt, das Fahrzeug hat ein 48 Volt Bordnetz und kann so ein bisschen mehr Leistung über diesen Generator bekommen bzw. beim Abbremsen Energie rekuperieren, die dann eben für dieses Boosten wieder genutzt wird und hat auch die Möglichkeit, dass es segeln kann. Das heißt, der Motor wird einfach während der Fahrt, weil er nicht genutzt wird, ausgeschaltet und spart so Kraftstoff. Insgesamt sollen es, glaube ich, um die 10% sein, die dieser Motor so einsparen kann. Das aktuelle Programm vom Seat Leon, so wie wir ihn hier vor uns stehen haben, fährt mit frontgetriebenen Antrieben. Es wird aber sicherlich auch Allradfahrzeuge geben. Außerdem wird es bei der Motorenpalette noch eine Erweiterung geben, nämlich einmal in Richtung Plug-in-Hybrid und zum anderen in Richtung Erdgasfahrzeug. So, jetzt haben wir die 75 Kilometer hinter uns, wir sind immer noch in der Stadt. Immer noch ein Durchschnittsverbrauch von 5,6 Liter auf 100 Kilometer, also immer noch 0,5 weg vom angegebenen WLTP-Wert. Und zwar weniger 0,5 und haben jetzt eine Durchschnittsgeschwindigkeit nach wie vor von 56 Kilometern pro Stunde und sind jetzt hier auf einem Untergrund unterwegs, der so typisch für ältere Städte ist, denn wir haben, sag mal, den klassischen Flickenteppich, also wirklich viel
Unebenheiten, viele ja, Dinge auf der Straße, die man eigentlich nicht haben will. Man kann aber hier sehr schön merken, eben wie verhält sich das Auto eigentlich bei solchen Unebenheiten, und dafür ist das optimal. Dann kommt jetzt das, was ich immer wieder sage, die, die es kennen, wissen das schon. Jetzt kommt die Einfahrt nach Landshut. Ihr seht jetzt diese wunderschöne große Kirche bei uns in Landshut. Und das ist übrigens so mein Bild, das ich nie vergessen werde, als ich das erste Mal nach Landshut gefahren bin. Bin ich genau hier reingefahren und habe mich so ein bisschen in die Stadt verliebt. Habe mir dann direkt was zum Wohnen gesucht und bin mit meiner Familie nach Landshut gezogen. Wichtiger für uns jetzt aber ist, auch wie immer, wir haben jetzt hier Kopfsteinpflaster in der Stadt. Und das sorgt einfach dafür, dass wir da noch mal ein bisschen das Fahrwerk checken können. Wir rollen jetzt hier gerade gemütlich drüber, wie ihr hört und wie ich merke. Es verändert nicht wirklich, sich nicht wirklich viel bezogen auf den Komfort. Jetzt wird es ein bisschen unebener, Kopfsteinpflaster wird grober. Aber auch da habt ihr keine ungewöhnlichen Vibrationen oder Geräusche im Auto. Dank des Sitzes merke ich als Fahrer davon sehr, sehr wenig. Man kann es hier wirklich sehr gut aushalten. Und es gibt auch kein Geknarz oder Geknirsch im Auto. Wenn hier was kommt, wie immer, ich habe noch keine Lösung dafür gefunden, die eine Kamera, die nach vorne rausfilmt, die macht, klappert gerne mal so ein bisschen, die macht gerne ein bisschen Lärm. Aber im Auto selber ist hier überhaupt nichts zu merken von irgendwelchen Dingen, die fester oder weniger knarzend sein müssten. Immer noch der unebene Untergrund, immer noch keine unerwünschten Geräusche. Und jetzt schauen wir mal, gleich wird die Fahroberfläche wieder ein bisschen besser. Da kommt nämlich ein anderes Pflaster. Dann sollte es sehr ruhig werden. Achtung, fertig und da sind wir drauf. Ihr merkt sofort, komplette Ruhe im Fahrzeug. Jetzt fahren wir übrigens in die sogenannte Neustadt, nur ganz kurz. Für alle, die immer dabei sind, sorry für die Wiederholung, aber das ist so eine Ecke in Landshut, sehr schön. Und hier gibt es sehr viele Restaurants, Cafés, Hotels, viele kleine, schöne Geschäfte, also zum Bummeln sehr schön und vor allen Dingen eben parallel zur Altstadt damit optimal, um in Landshut einen zweiten Platz zum Spazierengehen zu haben. So, jetzt fahren wir hier hinter quasi die Neustadt, auch immer noch auf Kopfsteinpflaster, im Moment etwas feiner, jetzt aber wieder grob und immer noch hält sich das Geräuschniveau und die Vibration hier im Auto wirklich in absoluten Grenzen. Jetzt kommt der Punkt, auch das kennen die, die öfter zuschauen, wie immer, die Freiung nennt sich das, was vor mir kommt. Das ist der Platz mitten hier, sind wir parallel zur Neustadt. Hier findet jedes Jahr der Weihnachtsmarkt statt und ich hoffe, dass wir dieses Jahr trotz Corona auch wieder einen haben werden. Denn der ist schön eingerahmt von diesen alten, bunten Häusern. Ist ein kleiner Weihnachtsmarkt, aber sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen, macht wirklich Spaß, sich da mal kurz aufzuhalten, mal drüber zu laufen, einen Glühwein zu trinken. Ist einfach, die Atmosphäre ist einfach sehr, sehr hübsch. Wie gesagt, hier immer noch Kopfsteinpflaster, 30er-Zone. Auch da funktioniert alles sehr ordentlich. Das Auto gibt im Moment keinen Anlass dazu, hier irgendetwas verändern zu wollen oder sich darüber zu beschweren, dass es diesen Untergrund nicht klarkommen würde. So, jetzt wird es wieder ruhiger. Und wir rollen noch ein bisschen durch die Stadt und schauen mal, wohin sich unser Verbrauch entwickelt. So, jetzt schaue ich doch mal, ob ich das gleich hinkriege, dass das Fahrzeug mir im Cockpit den Hinweis anzeigt zum Thema bitte langsamer werden. Denn das Spannende ist hier, dass er eben nicht diese normalen kleinen Empfehlungen gibt nach dem Motto, mach mal ein bisschen ruhiger, sondern der zwingt einen quasi dazu, also rein optisch, vom Gas zu gehen, weil er eben sagt, okay, du willst hier abbiegen oder das Kreisverkehr oder was auch immer, nun, wenn man Fuß vom Gas macht, so keinen Sinn. Ich habe das gehabt, vielleicht kriegen wir es auch dann bei der Landfahrt hin, jetzt will er gerade nicht. Ich habe das nämlich gehabt bei einer Reduzierung von 100 auf 50, also vor der Ortschaft, wo dann plötzlich anfing, hallo, mach mal, was ich dir sage. Aber das kriegen wir vielleicht gleich auch nochmal hin. So, wir haben jetzt unsere Stadtfahrt fast hinter uns und haben aktuell einen Durchschnittsverbrauch von 5,7 Litern. Also wir haben in der Stadt nur über eine kurze Strecke ein bisschen was gut machen können und haben dann wieder die 5,7 erreicht, haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit jetzt von 51 Kilometer pro Stunde, sind eine Stunde 37 unterwegs und haben 83 Kilometer hinter uns und fahren jetzt, wie gesagt, hier
gleich aus der Stadt heraus, um dann nochmal über Land zu fahren, nachher nochmal ein kurzes Stück Stadtfahrt bis zur Tankstelle zurück. Und bin mal sehr gespannt, wie sich jetzt der Verbrauch entwickelt, weil eigentlich hatten wir ja gerade eben auf der Landstraße am Anfang einen sehr ordentlichen Wert. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Wie gesagt, noch ist hier 50er-Bereich. Das ändert sich aber gleich. Gleich dürfen wir mal kurz ein bisschen über Land huschen und ein bisschen das Fahrwerk genießen. Und ich habe übrigens nochmal nachgeschaut. Unser Fahrzeug hat tatsächlich das Sportfahrwerk an Bord und auch die adaptive Fahrwerkssteuerung. Das ist bei uns aber Teil des Dynamikpakets, das wir optional mit an Bord haben. Und das einfach dafür sorgt, dass unser FR nicht nur sportlicher aussieht, sondern sich auch nochmal sportlicher fährt. Und das kann ich nur empfehlen für alle, die ein bisschen dynamischer fahren wollen. Ist das sicherlich eine sehr sinnvolle Investition. So, jetzt ist hier gleich Schluss mit Stadtfahrt. Das ist jetzt auch die Ansage. Und fahren wir mal. Einmal kurz rausgestellt, wie ihr seht, auch da. Der Sound ist gut. Ich habe noch nicht mal auf Sport gestellt. Er zieht einfach schön durch. Und wenn ihr euch noch an den Anfang erinnern könnt, Reichweite, wisst ihr es noch? War, glaube ich, unter 600, ist jetzt nach 84 Kilometern bei 600 Kilometer. Also ihr seht, wenn ihr normal fahrt und nicht nur Autobahn, volle Hütte, dann lernt das Auto relativ schnell dazu. Und er zeigt, wie gesagt, jetzt hier an Restreichweite immer noch 600 Kilometer nach bereits gefahrenen 84 Kilometern. So, da vorne kommt gleich die Abbiegespur, auf die ich warte, wo ich jetzt hoffe, dass das Auto mir anzeigt, fahr bitte langsamer. Jetzt hier seht ihr oben unter dem 100-Kilometer-Schild Fuß vom Gas. Dann geht er auf Eco und er hat völlig recht, das zu sagen, denn wenn ich den Fuß vom Gas nehme, jetzt sagt das nicht mehr, dann rolle ich quasi an diese Ausfahrt ran und muss eigentlich gar nicht mehr bremsen. Und das sorgt natürlich für Spritersparnisse. Zur Bahnmeldung. Wahrscheinlich habe ich ihn zu wenig gelenkt. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Stoff geben und hier gemütlich über Land fahren. Sieht man auch sofort, wenn man so ein bisschen dynamischer unterwegs ist, 5,8 Liter im Durchschnitt. Da kann man eben bei der Überlandfahrt, ist immer so am Anfang, die Strecke, die ist eher ruhig, weil auch noch mal mehr Verkehr da ist und weil es halt sehr lange Strecken sind ohne große Bremsmanöver oder ähnliches. Hier seht ihr jetzt, da kommt ein Kreuzungszeichen, Fuß vom Gas, nochmal Fuß vom Gas, also zweimal. Dem Motto, hallo, du fährst zu schnell in die Ortschaft, macht keinen Sinn, du verplemperst hier Energie. Also da kommt tatsächlich sehr deutlich der Hinweis und da ist es auch so, dass man das Rekuperieren dann beim Fuß vom Gas nämlich schon merkt. Der Wagen macht also quasi alles, damit wir irgendwie möglichst sparsam und sicher fahren. Und macht er, wie ich finde, ganz gut. Also diese Hinweise sind eben von diesem vorausschauenden System, wie ich finde, eine gute Idee, um mir das Fahren, vor allen Dingen auch in Regionen, wo ich mich vielleicht nicht so auskenne, so zu ermöglichen, dass ich sicher und sparsam unterwegs bin. Jetzt kommen hier so ein paar kleine Regentropfen runter. Auch dazu noch, das Wetter ist extrem unbeständig aktuell. Wir haben wirklich Wetter, das springt hin und her von super heiß auf richtiges Mistwetter mit viel Regen, wieder auf wechselhaft, wieder auf warm. Heute Morgen auch dann teilweise richtig sonnig, dann plötzlich wieder dunkel. Ich hoffe, dass es bei den Außenmoderationen trocken bleibt, denn ansonsten, da kommt irgendwie eine Warnung. Er mag was nicht. Das macht so das Gefühl, als wäre ich müde oder das ist dieses an die Mittellinie fahren. Das mag er nicht, da wird er zickig. Okay. Na gut, lassen wir mal. Warten wir mal ab, was er noch so mit mir abvorhat. Nein, wie gesagt, also das Wetter ist immer sehr unbeständig. Ich hoffe, dass wir den Dreh hier durchkriegen, ohne dass ich nass werde. So, wir haben jetzt die 90 Kilometer gleich. Also 10 Kilometer haben wir noch. Wir sind jetzt bei 5,9 Litern. Das ist dieses etwas flotter über Landfahren. Und haben 52 Kilometer pro Stunde im Durchschnitt. Eine Stunde 43 sind wir unterwegs. So, jetzt kommt hier eine etwas längere Kurve, die man etwas flotter fahren kann. Mit einem Bremspunkt danach, weil 70. Also das Fahrwerk, muss ich sagen, überzeugt mich komplett. Finde das wirklich sehr schön. Ich fahre ihn jetzt nicht extrem, aber für das, was man normalerweise fährt, ist das wirklich toll. Das ist eine schöne Mischung aus
komfortabel und straff. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Und ich denke, wenn man hier auf Sport unterwegs ist, kann man ihn sicherlich noch ein bisschen flotter bewegen. Und wem das nicht reicht, es gibt ja davon auch eine Variante, die sich Cupra nennt. Im Übrigen, die Kombination hier aus dem 1,5 Liter ETSI und diesem 7-Gang DSG funktioniert wirklich ja quasi wie angesagt gut. Also dieses Mild-Hybrid-System macht einen wirklich guten Job. Der Wagen ist sehr viel direkter, als er es vorher war. Macht wirklich Spaß und ist trotz der 150 PS nicht schwach auf der Brust. Also er zieht schon sehr ordentlich und das eben auch von unten raus. Finde ich persönlich ist ein sehr schönes Paket. Und wenn ich mir dann die Verbrauchswerte angucke, mit unter 6 Liter aktuell, muss ich auch nicht mehr drüber nachdenken, brauche ich jetzt einen Diesel. Wobei es natürlich spannend wäre zu sehen, wie sind die Verbräuche bei den Dieselmotoren. Aber ich finde, für einen Benziner mit der Leistung ist das bisher eine sehr ordentliche Vorstellung. Eigentlich wollte ich erzählen, dass es mich im Auto stört, dass ich zum Thema Bedienung keinen Knopf mehr habe, um die Sitzheizung direkt zu aktivieren oder deaktivieren. Habe jetzt aber gesehen, es gibt hier oben im Display oberhalb des eigentlichen Geschehens die Möglichkeit, sowohl das Menü aufzurufen für die Klimatisierung, als auch direkt die Sitzheizungseinstellung aufzurufen. Und da kann ich sofort einstellen, will ich die Sitzheizung an oder aus haben und welche Stärke will ich haben. Das ändert sich für den Moment, wenn ihr auf Apple CarPlay geht, denn dann wird dieser Apple CarPlay Monitor quasi in den normalen Monitor eingepasst. Das heißt, ihr habt rechts und links so schwarze Bereiche. Dann habt ihr aber nach einem Moment immer noch die Möglichkeit, auf das Klimamenü zu gehen und damit von dort aus die Sitzheizung an- und auszuschalten. Aber wie gesagt, Apple CarPlay sieht anders aus, da wird also nicht der ganze Bildschirm genutzt. Was ich übrigens auch sehr schön finde, ist mit den Direktwahltasten hier unten. Ihr könnt auch da nochmal scrollen nach rechts oder links und könnt dadurch diese Direktwahlleiste erweitern. Und ihr habt rechts einen Punkt, wo ihr ein Plus drauf, wo ihr auf ein Plus klicken könnt. Und damit könnt ihr quasi weitere Direktwahlpunkte hinzufügen. Funktioniert allerdings leider nur bei stehendem Fahrzeug. So, jetzt geht es für uns wieder durch die Stadt bzw. durch die Ortschaft. Wir sind jetzt bei 5,8 Liter und haben noch rund 5 Kilometer. Falls es euch interessiert, der Seat Leon mit unserer Motorisierung, der wiegt übrigens 1361 Kilogramm, finde ich einen vernünftigen Wert, nicht übertrieben, ist absolut in Ordnung und vor allen Dingen wichtiger ist, der Motor kommt damit gut zurecht. Das heißt, die Leistungen des Fahrzeugs reichen völlig aus, um damit flott unterwegs zu sein und auch das Fahrwerk hat mit diesem Gewicht überhaupt kein Problem. Thema Materialien und Verarbeitung ist noch wichtig, denke ich. Wir haben hier in unserem Leon FR eine wirklich schöne Optik. Also ich habe hier ein Sportlederlenkrad mit so Ziernähten. Ich habe hier eine sehr schöne Oberfläche auf dem Armaturenbrett, die so ein bisschen Dynamik vermittelt. Habe hier diese Abstufung drin, das haben wir das erste Mal gesehen beim Tarraco, glaube ich. So ein bisschen, ein bisschen dreidimensionaleres Cockpit bzw. Armaturenbrett. Dann haben wir auch diese Luftausströmer hier an den Seiten, die wirklich schön rausgearbeitet sind, die dem Auto einfach so mal innen nochmal Charakter verleihen. Und finden zum Beispiel auch hier an den Türen im oberen Bereich und auch hier in diesen Einlagen hier Softmaterialien. Wenn wir weiter runtergehen, dann wird es Plastik. Das ist hier vorne aber genauso. Die Leiste hier oben, die wir wie gesagt auch vom Tarraco schon kennen, ist Kunststoff. Darunter haben wir wieder Plastik. Der Mittelkonsole das gleiche Spiel. Sehr viel Kunststoffoberflächen. Also hier finden wir kein Softtouch mehr. Aber wie gesagt, mir gefällt auch die Farbmischung hier gut. Und das ist vor allen Dingen alles solide und sauber verarbeitet. Es knirzt nicht, es knarzt nicht, es sieht alles gut aus. Und mir gefällt dieses Ton-in-Ton-Spiel, das man hier hat. Wir haben so metallisch wirkende Oberflächen, wir haben graue, etwas grauere Oberflächen, wir haben schwarz dabei. Und das Ganze ist sehr harmonisch und passt einfach sehr gut zusammen und macht auf mich einen sehr ordentlichen Eindruck. Dazu kommt bei uns noch der optionale schwarze Dachhimmel, der das Auto nochmal so ein bisschen sportlicher erscheinen lässt von innen. Wie gesagt, mir persönlich gefällt es gut und wichtiger ist, es ist ordentlich verarbeitet und sieht einfach ordentlich aus. Jetzt kommt wieder das, was ich zwischendurch gesagt habe zum Thema Wetter. Jetzt ist es gerade wieder so furchtbar finster, dass ich eigentlich Angst habe, dass es jeden Moment anfängt zu schütten. Und das jetzt zum Ende unserer Verbrauchsfahrt brauche ich eigentlich gar nicht, denn eigentlich muss ich nachher noch moderieren und ich möchte eigentlich nicht im Regen stehen. Aber nichtsdestotrotz, auch da müssen wir im Zweifelsfall durch. Wir fahren jetzt hier noch den kleinen Berg hoch. Damit haben wir wieder die Höhe ausgeglichen. Denn wir haben ursprünglich oben an der Tankstelle angehalten, sind dann ein bisschen runtergefahren. Und um jetzt den Berg wieder hochzukrabbeln. Aktuell tut das unserem Verbrauch aber nicht weh. Wir liegen immer noch bei den 5,8, auch zum Ende unserer Fahrt. Wir haben jetzt
99 Kilometer hinter uns und sind nicht ganz 2 Stunden unterwegs und haben eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp über 50 Kilometern pro Stunde. So ist ein typischer Wert, dass wir sagen, so 2 Stunden, nicht ganz, ist die Fahrt, das ist völlig in Ordnung. Und wie gesagt, dieser Höhenunterschied wird jetzt gerade ausgeglichen. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob wir dann an der Tankstelle gleich eine Überraschung erleben oder ob es tatsächlich bei unserem Wert von 5,8 bleibt. Denn das haben wir ja auch schon erlebt, dass wir feststellen mussten, da ist der Tankvorgang ein völlig anderer als der, zeigt eine völlig andere Zahl vor allem als das, was das Auto angezeigt hat. Es fängt übrigens jetzt leicht an zu regnen. Das ist genau das, was ich heute nicht brauche. So, Glück gehabt. Das waren meine 100 Kilometer Seat Leon 1,5 Liter ETSI Modelljahr 2020. Und Glück gehabt deshalb, weil es immer noch trocken ist. Das war eigentlich während der Fahrt so nicht zu erwarten. Aber nichtsdestotrotz, bevor wir jetzt über das Thema Verbrauch beim Fahrzeug sprechen, sprechen wir doch erstmal über das Thema, wie es gefällt mir am Auto eigentlich im Allgemeinen, ganz oder gar nicht. Und wenn ich mir den Wagen von außen angucke, gibt es für mich eigentlich keinerlei Abzüge. Ich mag die neue Form. Ich finde, der Wagen sieht von vorne richtig schön aggressiv aus. Bisschen verspielter als vorher, aber es steht dem Auto wirklich gut. Ich finde die Seitenlinie wirklich gut, zumal auch noch richtige, ja, sag mal, Original-Leon-Züge zu sehen sind, obwohl die Linien reduziert wurden. Und ich finde das Heck auch richtig spannend. Und das ist eines der wenigen Autos, wo mir sogar die Auspuffblenden gefallen. Wenn ich ins Auto reinschaue, da ist wirklich was passiert. Erstmal habe ich 5 cm mehr Radstand, das heißt, ich habe jetzt auch auf der Rückbank, auch als großer Mensch, noch mal mehr Platz. Vorne sitze ich sowieso super und da finde ich ein Cockpit vor, serienmäßig aktuell, ein digitales Cockpit, ein super Infotainment mit 8 Zoll ab der Basis, 10 Zoll mit minimalen Aufpreis und alles andere, modernste Assistenz- und Sicherheitssysteme, super Sitze, hier eine gute Automatik mit dem 7-stufigen Automatikgetriebe und ganz wichtig auch, das Zusammenspiel zwischen dem 1,5 Liter ETSI und der Schaltung, wirklich schön. Dieses, was man früher von VW-Fahrzeugen kannte, diese, sag mal, Anfahrproblematik, ist komplett weg. Der Wagen zieht sofort durch und bleibt auch schön am Gas. Macht wirklich Spaß. Auch Lenkung, Fahrwerk, all das spielt wirklich schön zusammen und bietet einen guten Mix aus Komfort und Sportlichkeit, der einfach zum Leon extrem gut passt. Jetzt aber nochmal zum Thema Verbrauch zurück, denn wir sind ja 100 Kilometer gefahren über Land, durch die Stadt und über die Autobahn, um genau da zu gucken, was kann er eigentlich. Und Seat gibt den Wagen an mit seinen 150 PS hier als Plug-in, als Mild-Hybrid, Entschuldigung, mit 6,1 Litern je 100 gefahrene Kilometer, wie gesagt, nach WLTP. Und wir haben gesehen, am Anfang bei der ruhigen Überlandpassage waren wir deutlich darunter. Dann ging es auf die Autobahn, selbst da blieben wir unter dem Wert. Und dann sind wir am Schluss nochmal durch die Stadt gefahren, konnten nicht wirklich Boden gut machen. Und die letzte, etwas schnellere Überlandpassage hat dann sogar noch ein bisschen was gekostet. Aber am Ende hat das Auto angezeigt 5,8 Liter auf 100 gefahrene Kilometer, also 0,3 unter dem WLTP-Wert. Und wir hatten heute am Schluss, ich glaube, 22 Grad. Das finde ich ein wirklich spannendes Paket, zumal als ich dann tanken durfte, habe ich nur 5,5 getankt. Und das sagt eben für mich so, ja, der zeigt nicht nur gut an, der füllt auch tatsächlich genauso nach. Das Preisgefüge beim Auto finde ich aktuell noch in Ordnung. Der Wagen kostet, glaube ich, in der Basis 20.800 Euro, ist damit aktuell mit dieser Basis noch ein bisschen über dem Einstiegsmodell des VW Golf. Unser Fahrzeug hier kostet in der Basis, ich glaube, 29.000 und ein paar Tote. Finde ich für so ein Auto mit dem, was der dann mit an Bord hat, wirklich völlig in Ordnung. Für mich ist und bleibt auch der neue Seat Leon sicherlich einer der Hingucker und absolut ein Auto, das ihr in dieser Klasse definitiv mal Probe fahren solltet.